So, ich habe endlich auch das Buch Fourth Wing gelesen. Das hat mir meine Schwester zu Weihnachten geschenkt. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich vom ersten Moment an gecatcht. Und ich habe auch echt viel markiert. Ich habe es dann in wirklich nur 3 Tagen durchgelesen, weil ich es so spannend fand. Den zweiten Teil habe ich auch schon von ihr bekommen. Den habe ich aber noch nicht angefangen. Und ich würde wirklich sagen, dieses Buch, wow, 5 von 5 Sternen. Wirklich, wow. So, kommen wir zum zweiten Buch, das ich dieses Jahr angefangen habe. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber wie ihr seht, habe ich schon viel markiert. Mir fehlen, glaube ich, noch so 80 Seiten. Das habe ich auch in 2 Tagen gelesen und ich muss sagen, es war schon interessant und es gibt auch viele Plots. Ich muss aber sagen, da ich es nach Fourth Wing gelesen habe, habe ich meine Meinung ein bisschen beeinflussen lassen. Ja, aber allem in allem ist es ganz gut. Aber trotzdem hat mir so ein bisschen dieses gewisse Etwas gefehlt, muss ich sagen. Vielleicht war es auch ein bisschen komisch, weil ich es auf Deutsch gelesen habe und nicht auf Englisch. Vor allem diese spicy scenes waren ein bisschen weird, das in Deutsch zu lesen. Ja, genau. Aber ich würde diesem Buch, ja, 3,75 Sterne von 5 geben. Kommen wir nun zum dritten Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe. Und zwar ist es Nachmittage von Ferdinand von Schirach. Das habe ich in der Buchhandlung gesehen, habe nur die Rückseite gelesen und es musste einfach mit. Es war wirklich, es hat mich so gecatcht. Ich habe es dann auch direkt gelesen. Ich habe nur 1,5 Tage dafür gebraucht, habe auch einiges markiert. Ich muss sagen, der Anfang ist ein bisschen langsam, aber da das Buch sowieso nur irgendwie 160, 170 Seiten hat, und der Anfang halt so 60 Seiten geht, bis man mal ein bisschen reinkommt, war das auch völlig okay. Und ich würde es sogar zu einem meiner Lieblingsbücher zählen, die ich bis jetzt gelesen habe. Und deswegen kriegt das Buch 4,5 von 5 Sternen. Dunbridge Academy habe ich auch fertig gelesen. Viel markiert und ich würde dem Ganzen auch eine 4,5 von 5 geben, weil ich immer wieder an gewisse Stellen in diesem Buch denken muss. Also wirklich, ich habe das vor ungefähr einem Monat gelesen und trotzdem diese Teilstellen in diesem Buch haben mir so viel gegeben und geben mir auch immer noch so viel. Auch wie die Personen mit Trauer umgehen und wie der Respekt für ihre Mitmenschen da ist und wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen. Genau, also Dunbridge Academy 1, wirklich, ich muss sagen, die Liebesromanze war für mich eher so eine 4 von 5. Vielleicht sogar weniger, aber die Textstellen im Buch haben mich einfach teilweise so gecatcht und die Persönlichkeiten dahinter, dass ich dem Ganzen eine 4,5 von 5 geben würde. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich als nächstes anfangen soll zu lesen. Aber ich glaube, es wird sowas wie Ruby Circle, vielleicht auch Inheritance Games, Falling Fast, Fest. Ja, genau.